Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier! Ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Verstecken Sie sich vor den Trinity-Soldaten. Okay, okay. Wenn ich das jetzt... Okay, ich muss hier irgendwie raus. Ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Anna die Schwester vom guten Konstantin. Er hat zumindest gerade zu ihr gesagt, Schwester. Und, ja, sie ist krank und er versucht sie damit zu retten. Das haben wir eben auch erfahren. Also meine Vermutung war richtig. Er macht das unter anderem auch, um sie vor dem Tod zu bewahren. Ich vermute mal, dass sie Krebs hat. Denn die Zigarette, die sie sich angezündet hat, und das, die Husterei. Der Wagen ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf sie. Schon unterwegs. Das scheint mir ganz so da zu sein, dass sie Krebs hat. So, da können wir erstmal eine Karte mitnehmen. Sehr schön. So, kämpfen sich durch die Trinity-Basis zum alten Bahnhof. Ich muss hier raus. Ja, das sollten wir ganz schnell, aber vorher. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover. Eingesperrt in die Gemütlichkeit des Croft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Feldeinsatz, Forschungsnotizen. Noch mehr Seiten aus Annas Tagebuch. Sie hat schon für Trinity gearbeitet, bevor wir uns kannten. Alles, was ich über sie weiß, ist eine Lüge. Oh ja, allerdings. So, wir müssen raus hier. Da haben wir eine Tür und da ist noch Zeug. Das nehmen wir gleich sofort mit. So, hier sollten wir uns nicht zu lange aufhalten.
Übrigens, was mir gerade auffällt, sie hat ein anderes Outfit an. Ich weiß nicht, ob die das ihr weggenommen haben. Das müssten wir gleich mal wieder wechseln am nächsten Lagerfeuer. So, was haben wir hier? Verkettung. Seilpfeile können auch an Seilrollen befestigt werden. Aha, aha, aha. Aber erstmal... Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Ja, da gibt es wirklich nicht sonderlich viel. Also haben sie ein bisschen bei Star Trek geklaut vom Design. So, Seilfalle, ja. Wo kann ich die denn da vielleicht? Ja, ich glaube allerdings, dass wir hier... Moment. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Ich glaube, ja, schon klar. So, kann ich das wieder? Danke. Moment, wir müssen... So, können wir das hier vielleicht verbinden? Ja. Genau, und dann hier kurbeln. Vielleicht kann ich diese Kurbel benutzen. Wir müssen natürlich auch in die richtige Richtung drehen. So. So. So, hoffentlich bleibt das so. Ich gehe lieber schnell auf die andere Seite, bevor das wieder runterfällt. Ich weiß nämlich nicht, ob das Kabel da so lange hängen bleibt. Okay, das hat geklappt. Haben wir hier sonst noch was? Da können wir nicht durch, ne? Sieht nicht so aus. Okay, alles klar, dann... Scheiße! Nein! Na los! Das war nice. Neue Waffe, Sturmgewehr. Sehr gut. So, haben wir auch erstmal einigermaßen Schuss für. Ich glaube, die brauchen wir gleich auch. So, wie konnte man eigentlich nochmal... Genau, mit C. Ja, ja. Und zwar hier so auf dem Boden rumrutschen, dass man so ausweichen kann. Gar nichts hast du. So, Kopftreffer, das gefällt mir sehr gut. So, hier nehmen wir noch ein bisschen Muni mit. So, ich glaube, ich bleibe auch erstmal auf dem Sturmgewehr. Oh, wir haben voll. Ich glaube, ich sollte da gleich mal so einen Rucksack bauen. Was ist das denn? Oh, Einkaufskörbchen. Okay, nee, wir brauchen mehr Munition. Können wir nicht mehr plündern. Schade. Nachladen geht auch nicht. Ah, von da kommt noch was. Barbecue! So, da, komm her. Ein Schuss, ein Treffer, das gefällt mir sehr gut. So. Haben wir noch was? Was ist das denn? Ah, das ist so blöd, dass man das nicht immer... Genau, so. Schauen, habe ich hier noch was übersehen? Da liegt noch einer. Okay, aber Bergungsgut. Bitte? Ich kann dich nicht hören, dass die Explosion war so laut. So, aufheben. Können wir leider nicht, haben wir schon. So, dann nehmen wir natürlich alles mit hier. Wunderbar, hier gibt es jede Menge Zeug. So, da hinten läuft einer, der hat uns auch gesehen. Okay, der ist aber noch im Gebäude, glaube ich, ne? Wow! Was, ach so. Cool. Ja dann. Und tschüss. Oh, den einen müssen wir noch exekutieren. Schnell, 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 schnell. Ich glaube, das war nicht mehr schnell genug, aber wir haben ihn trotzdem. Axtexekution. Doch, wir haben ihn noch gekriegt. Wunderbar. Oh. Tschüss. So. Ich komme irgendwie mit dem Sturmgewehr besser klar als mit Pfeil und Bogen, habe ich gerade das Gefühl. So, jetzt ist die Frage, haben wir hier noch mehr Dosen? Weil, dann würde ich gerne noch eine herstellen. Die müssen wir jetzt aber auch sofort werfen, oder wie ist das? Ah, okay, wie kann ich die denn... Jetzt liegt die hier rum. Ah, okay, okay, wir müssen die jetzt also werfen, ansonsten... Alles klar, gut. Ich guck mal gerade, ob wir hier noch was mitnehmen können.
Sonst nehme ich die Dose einfach mit. Und werfe die gleich bei der nächsten Gelegenheit. So, Freunde, wie sieht's denn aus? So, den hier mal gerade ausschalten. Axtexekution, sehr gut. So, was haben wir denn? Auf der 3 haben wir das Sturmgewehr. Ich glaube, wir können das auch gerade mal eine Weile nutzen, weil wir kriegen hier sehr viel Munition. Da ist noch ein Schränkchen und ich glaube, wir haben erstmal Ruhe. So. So, was kriegen wir denn? Alles voll, verdammt. Okay, können wir gerade mal irgendwas herstellen, irgendwas machen, damit wir hier mal wieder ein bisschen was aufnehmen können. Na toll, ein Pfeil gerade. Nee, schade, wir brauchen dringend ein Lager gerade mal. Ich muss ein bisschen zeuglos werden. Und ich glaube, dann würde ich auch gerne mal einen Schalldämpfer bauen. So, können wir hier... Jawohl. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Die Angsterfüllten und die Verlorenen. Forschungsnotizen. Noch ein Teil von Annas Tagebuch. Sie glaubt wirklich an Konstantins Wahnvorstellungen. Tja, wie gesagt, wie ich schon mal erwähnt habe, sieht er Matthias sehr, sehr ähnlich. Da haben wir noch einen Lappy-Laptop. So, noch 3 Stück. Ich hoffe, die finden wir noch. So, hier geht's weiter. So, hier haben wir noch einen Rucksack. Ich würde den Rucksack gerne mitnehmen. Warum nehmt ihr den Rucksack nicht mit? So, Geheimnisse entdeckt. Ach du Heilige. Was war denn nochmal diese... Das waren... Kryptaschätze. Also das hier, ne? Überlebensversteck. Ne, Überlebensversteck? Moment mal. Ach ne, hier, das ist das Symbol, genau. Überlebensversteck. Da kommen also noch ein paar. Ach du Heilige. Ich hoffe nicht, dass wir hier gegen einen Hubschrauber kämpfen müssen. Jacob? Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledigt ihn! Verdammt! Okay, offensichtlich wurde Jacob entdeckt. Basislager der Gulag. Oh. Ein bisschen Holz, dankeschön. Und ein Lager. Oh, sehr gut. Sehr gut, das werde ich gerade mal benutzen. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott, ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. So, okay. Einmal Waffen. Da schau... Oh, Wahnsinn. Ach, du Heilige. Sturmgewehr? Was ist das denn hier? Schneeflocke? Neues Gewehr verfügbar. Aha. Militärgewehr mit hellem Tarnmuster, das beim Feuern ruhig in der Hand liegt. Mal gerade vergleichen. Aha, aha, das macht ein bisschen weniger Schaden, können wir aber leveln. Und hier haben wir noch den Goldfang, vergoldetes Repetiergewehr, das mit tödlicher Gewalt zuschlägt. Aha.
Da könnten wir unser Scharfschützengewehr draus machen. Sehr nice. Okay, ich würde aber gerne erstmal, glaube ich, beim Bogen wieder was machen wollen. So, Leuchtfeuer. Ein antiker vergoldeter byzantinischer Hornbogen, der zum schnellen Schießen in alle Situationen gefertigt wurde. Compoundbogen, da fehlen uns noch zwei Teile. Ich verstehe gerade noch nicht so ganz, was jetzt hier Schussfrequenz und Zielgeschwindigkeit ist höher. Aber ich glaube, wir haben doch beim Recurve-Bogen noch nicht alles, ne? Griffumwicklung. Die umwickelte Griff verbessert die Handhabung des Bogens und ermöglicht schnellere Zielgeschwindigkeit. Ich glaube, ich mache erstmal das hier. Bevor wir da... Weil ich will eigentlich... Der hier, der ist mir eigentlich... Ich möchte eigentlich gerne den Compoundbogen haben. Da fehlen uns auch noch zwei Teile. Leuchtfeuer. Nee, ich glaube, wir machen erstmal den normalen Bogen fertig. So, Handfeuerwaffe. Wie sieht's denn da aus? Da können wir auch noch was machen. Bei der hier... Ich verstehe nur nicht, warum kann man denn hier auch noch... Ich habe doch hier schon die bessere Pistole. Warum sollte man denn die anderen dann noch leveln? Das ist mir irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig. Okay, hohler Schlagbolzen. Ein leichterer Schlagbolzen reduziert die Störanfälligkeit und resultiert in einer höheren Schussfrequenz. Oder großes Magazin. Ich benutze die eigentlich nicht so oft, ne? Deswegen, hoher Schlagbolzen. Ich mache ein Magazin. Können wir vielleicht nochmal die... Oh, das können wir auch noch machen. Achso, das will ich auch noch machen. Können wir vielleicht nochmal die Waffen irgendwie intern wechseln? Wenn wir eine Schusswaffe haben, können wir dann nochmal den Revolver ausrüsten? Oder wie ist das? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Graues Henley-Shirt. Nein, will ich nicht. Ich hätte gerne was, was mir was bringt. Erhöhter Nahkampfschaden. So, Tragkapazitäterhöhung. Ich glaube, wir machen wieder Nahkampf. Wir machen erstmal das hier. Genau, erhöhter Nahkampf. So, und dann können wir noch was beim Inventar machen. Das finde ich auch gut. So, und zwar bei Ausrüstung. So, was haben wir denn hier? Oh, da ist was. Dietrich. Achso, ich dachte, es wäre Messer. Haben wir aber schon, ne? Erhalten. Wir können hier noch was. Gewehrmunitionsbeutel mit Verschlusstasche, der viele Patronen aufnehmen kann. Erhöht die Tragkapazität für Gewehrmunition. Jawohl, das machen wir. Das machen wir. Und dann haben wir noch zwei Fähigkeitspunkte, die ich natürlich auch sehr gerne einsetze. Kämpfer, Jäger, Kämpfer gucken wir erstmal. Hier hatten wir noch was. Feldsanitäter. Verbinden Sie Wunden schneller, Effekt verstärkt sich mit der schneller Heilenfähigkeit. Ich glaube, das machen wir mal. Und dann will ich noch gucken bei Jäger. Das war diese Doppelschuss-Sache. Das war aber nicht mit dem Stecken, ne? Wo dann, desto mehr man trifft, desto... Nein, das ist einfach nur zwei Pfeile separat auf zwei Ziele. Das ist, dass der Kopf angezeigt wird. Finesse, das ist das. Naturforscher. Erhöhen Sie die Menge natürlichen Herstellungsmittel, die Sie von jeder Quelle sammeln. Ich würde gerne mehr mitnehmen können, ehrlich gesagt. Wieso klappert sie eigentlich immer noch mit den Zähnen? Sie sitzt doch am Feuer. Fällt mir mal gerade so auf. So, Tiere glühen. Was haben wir hier noch? Überlebender. Handwerksmeister. Stellen Sie in Basislagern großvolumige Munitions- und Ressourcentaschen her. Das war ein bisschen mit den Fallen. Hohlspitzgeschosse. Abrissexperte. Großdetonationsradius. Das ist das mit größerer Höhe. Und das hier war... Bringen mehr EP. Feinde durch hergestellt, ob... Objekte ausgeschaltet werden. Also auch durch Bomben und sowas. Ich glaube, ich mache mal hier das Handwerksmeister. Weil dann können wir größere... Also größere Taschen herstellen, die dann mehr Zeug tragen können. Das ist schon mal sehr nice. So, da wir hier gerade so gemütlich am Feuer sitzen und ich gerade auf die Uhr geschaut habe, würde ich sagen, mache ich hier nochmal eine kleine Aufnahmepause. Und ja, dann sehen wir uns wie immer gleich wieder oder in der nächsten Folge. Bis dann!